keine Stimpaks mehr. Jetzt halt doch endlich die Klappe, du blöder Skorpion. Oh, jetzt. Ich versuche dich nicht zu verletzen. Uns sind gerade die Stimpaks ausgegangen. Ja, ist ja gut, ich hab's kapiert. Oh, scheiße. Ja, was machen wir jetzt, Freunde? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Hm. Schleichen, vielleicht. Also eine andere Möglichkeit fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich habe keine Ahnung, woher wir Stimpaks kriegen sollen. Wir haben noch genug Medex, bis wir den Schmerz betäuben müssen. Wir haben keine mehr gesehen. Vielleicht haben auch die Monster-Tarn-Anzüge. War das schon alles? Stimpaks, Stimpaks, Stimpaks! Bitte, 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 bitte! 100 Stimpaks jetzt! Also, Arztische, bla 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 bla. Da, 2 Stimpaks! Cool. Red away. Okay, das Viech greift uns nicht an, aber zerstören müssen wir ihn trotzdem. Aber, hier gibt's bestimmt irgendwas, womit wir das erledigen können. Okay. Zieldrohnen-Effektivitätsprotokoll. Oh, sieht aus, als ob die Zieldrohnen aktiviert wurden. Sie greifen den X-42-Riesen-Horoskop. Sie können den tödlichen Laserstachel des Doktor Möbius nicht entgegen. So, die greifen den jetzt an. Und lenken den jetzt erstmal ein bisschen ab wahrscheinlich. Und das lassen wir jetzt auch einfach mal so. Ich denke mal, der kann sich nicht regenerieren. Dies ist eine im Vorfeld aufgezeichnete Angriffsbotschaft, die meinem Wunsch, ihn Gewalt anzutun, Ausdruck verleiht. Haben wir es dann jetzt? Achso, ich muss ja bei Waffen gucken. Okay, also die haben wir jetzt schon mal aktiviert. Das ist nicht schlecht. Also wir können den quasi besiegen, indem wir die Verteidigungseinrichtung gegen den einsetzen. Das gefällt mir schon mal. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der Schallemitter ist. Also. So, halt. Notfallgeneratorprotokoll. Ah, okay, okay. Die Notfallstromversorgung in diesem Stadium zu aktivieren, kann den Prototypen beschädigen oder zerstören. Natürlich machen wir das. Zerschmettert sie mit euren Zangen! So. Natürlich, immer im Namen von Möbius. Von Möbius. Ja, von Möbius. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Notfallgeneratorprotokoll, okay. Eigentlich sollte das den Prototypen doch zerstören, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Das Ding ist da jetzt gerade richtig in die Luft geflogen. Ich gehe jetzt mal da runter. Oder kommen wir von da unten? Wir kommen ja von da unten. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Weil der Skorpion da jetzt schon richtig, richtig Schaden abgekriegt. Sie können den tödlichen Laserstachel des Dr. Möbius nicht entgehen. Die prügeln sich da unten jetzt richtig schön. Ich habe keine Ahnung, wie viele Drohnen da unten jetzt noch rumlaufen von uns. Aber anscheinend noch genug, um den in Schach zu halten. Zumindest fürs Erste. Aber der weiß ja anscheinend auch noch nicht, wo wir sind. Das ist natürlich gut. Vielleicht haben wir ja Glück und die Drohnen erledigen den. Das wäre mehr als geil. Ich glaube, die Drohnen sind Schrott. Oh oh, haben es gesehen. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir treffen den gar nicht. Aus der Entfernung. Wir probieren jetzt mal kurz was. Mal ganz blöd einfach.
Ich nehme jetzt mal nicht die... Ich probiere jetzt einfach mal, ob ich den treffen kann. Das ist einfach alles. So, Kleinkalibergewehr. Macht zwar so gut wie gar keinen Schaden. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Sondern nur herkommen. Wow! Cool! Ich meine, scheiße. Ich meine, es ist scheiße, aber das Ding ist schon irgendwie cool, der Skorpion. Aber wir benutzen natürlich jetzt erstmal ein Mate X, wobei es wird sowieso automatisch eingeworfen. Ich glaube, wir sollten ja auch noch eins drin haben. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal einen Stealth Boy. Vielleicht kommen wir ja dran vorbei. Stealth Boy. Böse Wichter wurden besiegt. Was? Anscheinend noch nicht. Wenn wir da auf die andere Seite rüberkämen, ich glaube, da drüben gibt's noch was. Ich stecke mal kurz die Waffe weg. Ich denke, da drüben gibt's tatsächlich noch was. Gehen wir jetzt einfach mal auf die andere Seite. Hier haben wir ja die Drohnen. Die Drohnen sind ja schon draußen jetzt gewesen. Und haben die mir auch ordentlich Schaden verpasst. Was haben wir denn jetzt hier? Nach Big MT, da will ich gar nicht hin. Immer Vorsicht, immer schön schleichen. Ich hoffe, der Stealth Boy hält lange genug. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, ich laufe richtig. Weil das Ding bläst uns weg, wenn es uns sieht. Shit. Okay, Waffen. Schale mit der Tarantel. Ich höre Hunde. Oh, wenn wir jetzt Hunde... Der hier sieht ganz schön zäh aus. Was? Sie sind süchtig nach einer Droge geworden. Oh nein. Oh, das, dieses Scheißding injiziert uns die ganze Zeit mit X. Oh Mann. Das war's. Bitte was? Ich dachte eben schon, der wäre jetzt platt. So, okay. Jetzt immer ruhig bleiben. Korken. Red X. Aber tatsächlich, der hat schon Ultraschaden abgekriegt und regenerieren kann der sich anscheinend nicht. Was bedeutet, wir müssen jetzt nur noch ausharren und gucken, dass wir den irgendwie down kriegen mit irgendeiner anderen Möglichkeit noch. Ich würde jetzt aber ungern wirklich meine Waffen dagegen einsetzen. Ich glaube, das ist auch vollkommen sinnlos. So, wieder 4 Protonen-Wurfäxte. So. Ich glaube, wir warten mal einen kurzen Moment und sperren mal kurz die Umgebung aus. Wenn wir da rüber gehen, können wir wahrscheinlich die Geschütze aktivieren, die da oben stehen. Das heißt, ich warte mal kurz, bis der Stealth Boy vorbei ist. Bis das seine Wirkung verloren hat. Und dann latschen wir da schnell rüber. Und schicken das Ding in die Hölle. Boah, Freunde, ey. Sie sind verkrüppelt, was? Sag's doch gleich. Arzttasche. So. Das reicht. Super, jetzt bin ich süchtig nach Mate X. So, und jetzt nehmen wir nochmal den Stealth Boy. Special, Waffen, Hilfsmittel. Stealth Boy. SSS Stealth Boy. So. Der sieht uns jetzt, der darf uns jetzt einfach nicht mehr sehen. So, und dann gehen wir jetzt nach links. So, der hat ordentlich Schaden abgekriegt. Über die Hälfte hat er schon verloren. An Life. Und wenn wir jetzt da oben drin sind in diesen Räumen, sollten wir noch irgendwelche Verteidigungsmechanismen aktivieren können, um den Platz zu machen. Endgültig Platz zu machen. Und dann dürfte es das gewesen sein. Mit dem Skorpion. So, hier ist nichts mehr. Kurz in die Aktenschränke gucken. So. Da ist bestimmt auch nichts mehr. So. Davon ist ein Terminal. Okay. Ich lasse mal alles hier liegen. Munition und so weiter. Ich will den jetzt erstmal fertig machen und dann schauen wir weiter. So, das müssen wir jetzt erstmal knacken. Das schaffen wir. Komm schon, Freunde, das schaffen wir. 2 von 9 Intrusion. 1 von 9. Nee.
Mann. Okay, zurück. Wieder aktivieren. Ich mache es wirklich wieder bei nach dem Try-and-Error-Prinzip. Also ich gucke einfach, dass ich irgendwie... Na komm, kann man es nicht überspringen? Jetzt. Wunderbar. Wir nehmen... Catacombs. Auch nicht. Converted. Yes! So sieht's aus. So sieht's aus, Freunde. So. Neues Ziel. Gigantischer Roboskorpion. Zielparameter werden geändert. Alter, wie die Geschütze abgehen. Hier liegt noch ein Stealth Ball. Boah, Alter, die nehmen die auseinander. Oder machen die dem überhaupt Schaden? Okay, ich bewege mich mal weiter. Ich meine, jetzt der Geschütze ist gerade draufgegangen. Ah, doch nicht. Oder? Doch. Boah! Davon ist noch ein Terminal. Scheiße, wie komme ich da hin? Mist. Ich muss dazu wieder runter. Okay. Schön weiterschießen, Freunde. Alter! Ach du Scheiße, wie viel Schaden wir dadurch kriegen. Okay. Hilfsmittel. Redaway. Wo ist Redaway? Redaway. Wir gehen jetzt mal schnell runter, dann aktiviere ich gleich wieder den nächsten Stealth Ball. So. Jetzt aktiviere ich den nächsten Stealth Ball. Bevor der uns anvisieren kann. Und er kriegt tatsächlich Schaden, aber langsam, sehr, sehr wenig auch. Das lenkt ihn eigentlich mehr ab, als dass es ihm Schaden macht. Scheiße, sind die Geschütze jetzt Schrott? Nee, anscheinend auch noch nicht. Aber irgendwie, der kriegt gar keinen Schaden durch die Geschütze. Mist, ist nicht gut. So. Nächstes Terminal. Nein, Wissenschaftsfähigkeit von 100! Nein, und das ist eine Notfallabschaltung. Das heißt, dadurch hätten wir ein Blatt, könnten wir ein Blatt machen, theoretisch. Theoretisch. 100. Wir kommen auf eine Wissenschaft von 100. Wissenschaft von 100. Warte mal. Wie viel haben wir denn momentan? Ah, sehe ich gar nichts mehr. So. Fertigkeiten. Wissenschaft. Schleichen haben wir 100. Ja gut, wegen dem Stealth Boy halt. Scheiße. Wissenschaft haben wir nur 83. Dreck. Wir haben nichts, was so viel bringt, dass das... Mist. Wie viel Leben hatten wir noch? Zu viel. Und hier oben ist wieder nichts. Oh Mann. Hier ist Muni für die K-Waffe, für die K9000. Ich hoffe, der Stealth Boy lässt nicht nach, während wir hier oben sind. Das wäre sehr, sehr kontraproduktiv. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, erfordert Schlüssel. Mist. So, das machen wir noch schnell auf und dann rennen wir mal schnell darüber. Nein. Scheiße, hier ist ja gar nichts mehr. Oh Mist, nee. Müssen wir jetzt so platt machen. Oh, L-U-E-G. Das liegt hier garantiert nicht umsonst. Waffen. L-U-E-G. Mit voll. Boah. So. Denkt ihr auch, was ich denke, Freunde? Es wird Zeit, ein bisschen zu kämpfen. Zeit zu kämpfen.
Das ist Schrott. Ja! Wuhu! So sieht's aus. Ja! Den nehmen wir aber noch aus. Da gehe ich jetzt runter, den nehme ich aus. Ich will wissen, was der droppt, wenn der was droppt. Eigentlich war der Kampf verdammt einfach, ganz ehrlich. Gut, es ist halt echt so gemacht, dass du gewinnst, wenn du gut geskillt bist, sage ich jetzt mal. Auf die Fertigkeiten, weil dann kann man den ganzen Verteidigungsmechanismen ja gegen ihn einsetzen. Und die Drohnen haben ja am Anfang mehr als reingehauen. So, und den kann man tatsächlich auseinandernehmen. Energiezelle. LUEG, noch eins, geil. Und noch ein, noch so einer, geil. Brauchen wir jetzt hier noch irgendwo diesen Schlüssel, oder? Weil da oben stand der Schlüssel erforderlich. Na komm, dann gehen wir jetzt erstmal hoch. Da gibt es hier drüben noch was. Da gehen wir jetzt einfach mal nicht hin. Das ist eh unwichtig. So. Vom Skorpion ist definitiv nicht mehr viel übrig. Und jetzt, Möbius, wird es Zeit, dir aufs Maul zu geben. Endgültig dich für deine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Vorwärts. Da bist du also, Möbius. Ist genau eine Kopie von der anderen Kuppel, vom Big MT. Sieht ganz genauso aus, nur halt mit grüner Beleuchtung. Und da haben wir ihn wohl, unseren Freund. Hallo, Möbius. Ich... Hä? Oh, hallo. Sie sind hier, oder? Entschuldigen Sie meine Verwirrung, aber es fällt mir heutzutage schwer, das zu unterscheiden. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Sind Sie vielleicht wegen Ihres Gehirns hier? Es ist gleich da oben. Ein schönes Gehirn, jung und klug. Ich kann Sie nur schlecht erkennen. Kommen Sie doch bitte in mein linkes, rechtes Sichtfeld. Ah, jetzt werden Sie schärfer. Ergeben Sie sich, Möbius. Ich will nicht gegen Sie kämpfen. Oh, tja, das ist doch was. Sollten wir kämpfen? Ich fühle mich gar nicht gewalttätig. Aber bei diesen Apparaturen ist das schwer zu sagen. Sie sind nicht gerade, was ich erwartet habe. Stimmt nämlich, der ist irgendwie gar nicht so der krasse Typ, der hier einfach irgendwie alles zerstören möchte, sondern er wirkt irgendwie so ein, ja, wie ein alter Mann eigentlich. Sieh an, das impliziert vorgefasste Meinungen, Theorien und Hypothesen über dieses Treffen? Bitte führen Sie das aus. Wie sollte ich denn sein? Schließlich könnte es eine kognitive Anpassung wert sein, falls Ihr theoretischer Möbius besser sein sollte als ich. Ich brauche mein Gehirn wieder. Warum haben Sie mein Gehirn gestohlen? Oh, eine Reihe von Grinden. Sie sind eine Anemone. Anomalie? Sie sind schön besonders. Und nicht in Bezug auf die Schädelgröße. Wissen Sie, Sie sind die erfolgreichste Hirnextraktion, die wir hier in Big MT je durchgeführt haben. Quasi ein Opfer Ihres eigenen Erfolges. Wenn Sie damit zurückkehren würden, was Ihr Gehirn über den Vorgang weiß, nun, dann könnte Ihr Hirn wieder in Sie reinhüpfen und mit Ihnen hier rausspazieren. Hirne sollten nicht nach Belieben herumspazieren dürfen. Genau, ich will mein Gehirn, damit ich weg kann. Nun, da sprechen anscheinend die Hormone aus Ihnen. Flucht- und Angriffsverhalten bekommt man nur schwer ganz herausgeschnibbelt, wissen Sie? Ihr Gehirn ist hier bei mir, in Sicherheit. Wir plaudern gern bei einer Runde Mantats. Ich habe Fragen zu ein paar Dingen. Oh, Neugier! Seit ich alles weiß, leide ich seltener darunter. Oder ist das erst so, seit ich auf ein paar unangenehme Antworten gestoßen bin?
Oh, reparieren 48 von 750. Hm. Ich brauche mein Gehirn wieder. Oh, könnte man den vielleicht reparieren? Das wäre auch keine schlechte Idee. Ich brauche mein Gehirn wieder. Sie scheinen nicht aggressiv zu sein. Warum übertragen Sie Drohungen an die Denkfabrik? Oh, da hatte ich bestimmt zu viel Psycho eingeworfen. Musste mich reinsteigern. Bin eher sanftmütig. Aber wenn ich mal ausraste, dann heißt es Obacht! So viele Medikamente, so viel Auswahl. Immer wenn ich Mentats nehme, spüre ich, wie mein ganzes Gehäuse wie eine einzige große Lunge atmet. Zum Psycho. Manchmal werden die Medikamentenvorträge meines Tanks vermischt und landen im falschen Rohr. Aber hat ja was genutzt. So, ich habe Fragen zu ein paar Dingen. Ja, komm. Ich brauche mein Gehirn wieder. Ist das so? Ihnen scheint es auch ohne gut zu gehen. Und will es wieder zurück zu Ihnen? Vielleicht sollten Sie es fragen. Es ist recht frei in seinen zahlreichen Ansichten. Ich sag Ihnen was. Ich überlasse es dem Gehirn. Wenn es zurück will, ist mir das recht. Wenn nicht, sollten Sie seine Wünsche respektieren. Bitte was? Zeit für mich zu gehen. Auf Wiedersehen. In der Tat. Unser kleines Gespräch neigt sich dem Ende zu. Leben Sie wohl. Bitte achten Sie auf die Gleichungen am Boden. Also, Moment, ich verstehe es jetzt gerade richtig. Wir sollen unser eigenes Gehirn davon überzeugen, wieder zu uns zurückzukommen. Dieses Spiel wird immer kranker. Was haben wir denn hier? Dr. Möbius Handschuh. Huch! Den gebe ich mir jetzt mal. Was ist denn mit dem? Der hat irgendwie Wissenschaft plus 15. Alter, was zur Hölle? Und wo ist der Handschuh jetzt? Ist der bei sonstige Dr. Möbius Handschuh? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir haben doch gerade Dr. Möbius Handschuh aufgenommen, oder nicht? Da bin ich gerade zu blöd und übersehe den die ganze Zeit, weil hier haben wir nur Dr. Möbius OP-Klamotten. Ach, ist eine Waffe wahrscheinlich. Tatsächlich. Kritische Treffer, Raserei. Oh, nicht mal schlecht. Oh, unser Gehirn, endlich!